In 2025 wird es ein Hello Kitty Hotel geben bei Hyatt. Dann gibt es heute ein paar Tipps, wie ihr für 200 Euro Lufthansa Business Class fliegen könnt und auch einige Meilen, und zwar Statusmeilen, sammeln könnt. Und das weitere Thema, was ich euch heute ans Herz lege, ist Asianas A380 kommt doch nicht nach Frankfurt, zumindest nicht diesen Sommer. Willkommen zu Frequent Traveler TV Takeoff und wie immer, die Ausgabe startet mit dem Abonnierbefehl. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und vor allem den Beitrag zu liken. Ganz, ganz wichtig, wie immer, unten kommentieren, denn von dem Austausch leben wir, lebt ihr und das freut mich natürlich, wenn wir uns einfach austauschen können. Also, tippen. Das erste Thema dreht sich um Kanada, um Air Canada und um WestJet. Die haben die Regierung gedrängt, dass man die Arrival-Tests einstellt. Ja, in England hat man das ja jetzt auch vor. Die Regierung ist davon überzeugt. Die wollen das ja zum 26. wahrscheinlich beschließen. In Kanada haben die Fluggesellschaften, logischerweise wer sonst, gesagt, dass diese Testkapazitäten, die am Flughafen sind, die schränken im Prinzip die Leute ein. Warum? Ganz einfach. Die sollen für den Bereich eingesetzt werden, wo sie mehr gebraucht werden. Es gibt eine sogenannte Manchester-Studie und dieser Test hat halt festgestellt, dass die Tests keinen großen Einfluss haben. Das heißt also, man kann einen Peak damit maximal um 5 Tage aufhalten und in der Spitze 3% weniger Leute. Aber dadurch, dass der Virus schon in der Gemeinde, in der Gemeinschaft und im Volk verbreitet ist, ist das halt nicht wirklich was Sinn macht. Zumal die Passagiere, die kommen, die sind ja schon PCR getestet und sind geimpft, weil sonst könnten sie nicht einreisen. Also insofern sollte man da schauen. Und was sie für wichtiger empfinden ist, wenn jemand Symptome hat, dann soll man sich darum kümmern, weil die Leute, die keine Symptome haben, also asymptomatisch, wie es ja heißt, ist, die verbrauchen einfach zu viel Kapazitäten dafür, dass sie keine Hilfe brauchen oder benötigen. Schauen wir mal, was da passiert. Asiana streicht den A380 aus dem Sommerflugplan, ganz genau. Also bis Oktober zumindest. Es war ja geplant, dass Frankfurt und Los Angeles vom A380 angeflogen werden im März. British Airways hat ja auch einige Ziele mit dem 380, wie zum Beispiel Dallas, nach hinten verschoben. Und dann ganz, ganz wichtig, Asiana dann leider auch von Seoul nach Los Angeles. Wären zum Beispiel, was habe ich ausgerechnet, 9.446 Kilometer. Und man wollte täglich fliegen als OZ202 zurück mit der OZ201. Es wird natürlich weiter ein A350 fliegen. 311 Sitze, das sind 37 Sitze weniger. Keine First Class, klar. Und auch in der Business Class die Lie-Flat-Sitze 60% weniger. Das gleiche betrifft natürlich auch Frankfurt, der am 27. März starten sollte, wird immer noch Frankfurt angeflogen von einer 350 als OZ541, OZ542 zurück nach Seoul. Die Lufthansa fliegt ja auch täglich mit einer 747-400, also auch keine First Class. Und dann fliegt ja auch noch die Korean, aber die sind ja irgendwie zusammen. Wir haben es ja alle mitbekommen. Mal schauen, wann der Merger komplett so ist, dass Asiana leider verschwindet und dann wahrscheinlich auch nicht mehr bei der Starlines ist, sondern bei SkyTeam. Oneworld, Qantas. Ja, Qantas fliegt von Perth nach London wieder mit ihrem Flug. Das ist dieser QF9, QF10 Flug, dieser Marathon. Der Flug ist einer der längsten Flüge der Welt mit 17 Stunden. Er wurde jetzt geflogen über Darwin. Darwin war ja ein nationaler Flughafen, der sogar so einen internationalen Bereich provisorisch einrichten musste. Die National Lounge ist halt quasi da wieder international geworden wegen den Quarantäneregeln und so weiter. Die wollen jetzt halt wieder direkt fliegen, finde ich spannend, weil es halt wirklich einer der längsten Flüge der Welt ist. Des Weiteren, was Qantas auch macht, sie fliegen da nicht von Perth aus, sondern von Sydney nach Perth und dann nach Rom. Und der Trip nach Rom, der auch mit einer 787-9er stattfindet, dauert immerhin 16 Stunden. Also auch nicht ein langweiliger Flug. Wer von euch war schon mal auf einem so langen Flug?
Ich zum Beispiel bin ja mal über 17 Stunden von Dubai nach Neuseeland geflogen. Ich fand, das zog sich am Ende so hin, auch wenn man in der Business Class war. Ich war da so dankbar für die Bar. Aber es war trotzdem lange. Los Angeles ist ja auch relativ lang von Dubai gewesen. Übrigens heute mit der Fly Dubai Kappe. Dann, ich hatte die Frage bekommen per WhatsApp, warum ich Kappen jetzt trage. Ich wollte mir die Haare nicht machen. So, jetzt wisst ihr das auch. So ein bisschen Niki Lauda, aber Haare sind da. So, nächstes Thema, Hyatt. Hyatt macht 2025 zusammen mit einer Investmentgruppe Keystone aus Hongkong ein Hello Kitty Hotel auf. Ja, und das Hotel soll unter der Marke Joy de Vivre laufen. Das ist eine obere Mittelklassenmarke. Und dieses Sanya Hello Kitty Hotel, so wie es heißt, hat 21 Hektar große Fläche, hat natürlich 221 Betten und also Zimmer und Villen. Dann geht es weiter die mit Swimmingpool, dann soll es 3 Restaurants haben und eine Bar, dann soll dann ein Fitnessraum logischerweise geben. Was auch spannend ist, es gibt einen thematisierten Meetingraum, der soll dann wahrscheinlich im Hello Kitty Style sein. Und Spa habe ich genannt, Swimmingpool, Spa, Fitnessraum, also die Klassiker sind alle da. Hello Kitty ist in Asien ein Riesenthema. Wer von euch schon mal mit der EVA Hello Kitty geflogen ist, was ja im Moment aufgrund von Covid nicht möglich ist, der weiß ja, dass eigentlich alles Hello Kitty gebrandet ist. Amenity Kits, die Sitzcover für den Headrest, dann selbst das Toilettenpapier ist ja in Hello Kitty. Also die Flüge sind immer lustig. Ich bin mal gespannt, wie das Hotel sein wird, was das für eine lustige Bude wird. Also sind wir gespannt. Ist Hello Kitty was für uns Europäer? Ich weiß es nicht. Also die Chinesen stehen ja richtig knallhart drauf. Aber ihr könnt ja gerne auch unten schreiben, ob ihr euch von so einem Hello Kitty Kitsch einfangen lässt. Also ich fand's lustig, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da, glaube ich, zu alt für den Quatsch mittlerweile. Also einmal war es lustig, dass man es gesehen hat. Ich werde wahrscheinlich auch das Hotel besuchen, weil ich das spannend finde. Aber auch hier warte ich auf eure Nachricht. Viele von euch wollen natürlich wissen, die Business Class Schnäppchen ex-Nürnberg. Ja, seitdem Nürnberg von Lufthansa selber nicht mehr wirklich angeflogen wird, sondern dieser berühmt-berüchtigte Expressbus, über den Mario und ich mich ja mehrfach schon lustig gemacht haben. Und ich hatte ihn ja auch aus dem Hotel auch im Hilton beobachtet. Kann man auf jeden Fall aus Nürnberg günstig fliegen. Es gibt viele Warmwasserziele, also Mittelmeer, Kanarische Insel, Business Class Vorteile habt ihr natürlich auch. Aber um euch mal Preise zu nennen, Palma de Mallorca 199 Euro. Wer so ein bisschen weiter fliegt nach Marrakesch, knapp für 300 Euro. Fuerteventura bei 250 Euro. Das sind alles Business Class Flüge, die natürlich eine gewisse Spannung uns bieten. Heißt also, man kriegt die Vorteile, mehr Gepäck, besseres Essen. Frage ist jetzt natürlich, ob man diese Tasting-Heimat mag oder nicht. Ich persönlich mag es. Und ich gehe noch mal ein paar Ziele durch, die ich hier nebenbei aufgerufen habe. Deshalb gucke ich einmal weg. Barcelona ab 228 Euro, Split 230, Paris 232. Und aber auch Lyon, Riga, Oslo, Athen, also alles so in dem Bereich von 240 Euro. Ich ziehe mir mal noch mehr Ziele hoch. Dann gibt es auch Ankara 247 oder aber Pristina für 260 Euro, also ab. Tunis für 273, also auch wieder ab. Oder aber Palermo, Zagreb, Lassi, also solche Sachen werden angeboten. Ihr solltet auch mal schauen, es gibt auch ab und zu mal die Möglichkeit, dass man zum Beispiel den Zubringer hat, natürlich von Nürnberg, dann von München aus, dass man dann nach Zürich zum Beispiel oder nach Wien und dann von Wien aus dahin hopft. Damit hat man dann die Möglichkeit, für ein paar Euro mehr in der Buchung wesentlich mehr Meilen abzuziehen, weil man da natürlich diese Transporter kriegt. Also insofern auch immer auf die Buchungsklasse achten, sind dann 750 Punkte, so als Daumenwert mehr, die man für einen Leck mindestens dann bekommt. Buchungsklasse ist meistens Paula. Ja, dann gibt es noch ein Thema, United Airlines. Die haben ja letztes Jahr von sich reden gemacht. Da gab es ja die Möglichkeit, den Status
als Upgrade zu dem. Das heißt also, man hat sich einen Status erflogen, zum Beispiel den Goldstatus, und dann gab es das Angebot, man kann den Status für ein Jahr upgraden auf dem Platinum. Aber auch wie letztes Jahr sind dieses Jahr die Preise, ja, das ist für United, mal nochmal, wichtigster Pfeifton. Also $8,000 fast du dafür aufrufen, da fragst du dich echt, seid ihr nicht ganz dicht? Aber ich will die Aktion euch nicht vorenthalten, weil ich fand die E-Mail ganz lustig. Bin da auf die Webseite gegangen, habe mir das angeguckt. Und wer jetzt einen Premierstatus in 2021 hat, der kann dann halt auf den höheren Status kaufen. Und die werden dann, die Status funktionieren dann vom 1. Februar an, 5 bis 7 Tage nach dem Kauf mindestens. Und sie werden bis zum 31. Januar 2023 gültig sein. Was gibt's noch zu wissen? Man muss das Ganze bis zum 4. März abgeschlossen haben. Man muss einmal Plus-Mitglied sein, was angeschrieben worden ist. Das ist also eine sogenannte Targeted Offer. Wichtig ist auch, dass das Ganze in US-Dollar abgerechnet wird. Wenn ihr in Deutschland seid, wisst ihr, mit Euro abgerechnete Kreditkarte kostet das auch nochmal Gebühren. Naja, auf jeden Fall, das Pricing ist auch danach gerichtet, wie nah man an dem Status ist. Da ich natürlich von dem Goldstatus, den habe ich einfach nur, keine Ahnung, da habe ich keine wirkliche Meinung gehabt. Das ist wahrscheinlich der volle Preis, den die von mir dann haben wollten. Also insofern nicht ganz dicht, die Freunde. Aber wenn ihr Angebote bekommen habt, lasst es mich wissen. Ich selber halte den United-Status jetzt nicht für wirklich so prickelnd. Ich selber habe ja eher meinen Lufthansa-Status, aber auch meinen Euro-Bonus Diamond. Also insofern ganz, ganz wichtig, da abzuwägen, was ihr tun wollt. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. Und zwar wie immer am Schluss natürlich der Hinweis des Abonnierbefehls, aber auch die Glocke anzumachen, unten zu kommentieren und ganz, ganz wichtig, Like da lassen, nachdem ihr bis zum Ende durchgeschaut habt. Danke, dass ihr heute dabei wart. Also bis morgen wieder, bis zur nächsten Show. Morgen komme ich aus Oslo oder aus Stockholm. Ich weiß es noch nicht genau. Also, bis dann. Ciao.